nachdem es im Vortrag vorher noch um Legacy IP ging. Wir sind noch nicht ganz beim echten Internet, wir sind jetzt beim aktuellen, der aktuellen Version des IP-Protokolls. Für viele Leute ist das noch neu, wie wir sehen. Neuland. Neuland, obwohl es 20 Jahre tatsächlich das passende RFC dazu schon gibt. Wobei ich mir bei manchen Gesichtern eigentlich denke, die sind mehr für den Spaßfaktor hier. Es handelt sich hierbei nicht um die IPv6 Selbsthilfegruppe. Die trifft sich später. Ach so. So. Genau, die Fragenpolicy ist die gleiche wie vorher. Ihr dürft gerne, wenn die beiden Pause machen, Zwischenfragen. Signalisiert es bitte, damit ihr ein Mikro bekommt. Ansonsten haben wir später Zeit für Fragen. Und ansonsten bekommt ihr jetzt Falk. Falk ist Full-Stack Infrastructure Engineer bei der Profi AG. Einer unserer lokalen IPv6-Fanboys. Und zusammen hält er den Talk mit Maximilian Wilhelm. Netzwerker, Open-Source-Hacker, Infrastructure-Architekt an der Universität Paderborn, Infrastructure-Architekt für Freifunk und ansonsten, da ihr ja alle Bedarf an IPv6 habt, die beiden gibt es mietlich zu erwerben. Viel Spaß. Vorweg habe ich noch eine Frage. Hat jemand was dagegen, wenn ich frontal ein Foto mache und das twittere nachher? Wenn, möge er bitte jetzt sprechen oder sich verstecken. Gut, niemand sagt oder was. Oder Facepalm. Danke sehr. Niemand interessiert IPv6, ja, ja. Genau. Das ist schon so alt, das T-Shirt ist schon ausgewaschen. So, worüber wir heute reden wollen, Vorstellungsrunde hatten wir, so ein bisschen zur Geschichte von IPv6. Dann wollen wir uns IPv6 mal ein bisschen näher angucken. Was gibt es Neues? Wie sieht so eine IPv6-Adresse aus? Warum gibt es so eine IPv6-Adresse? Wir wollen mal ins Packet-Format gucken, mal gucken, was ICMP, Stateless Auto Configuration und ähnliche Sachen sind und uns ein bisschen Transition Technologies angucken, wie wir von 4 nach 6 kommen. Und andersrum. Und andersrum. State of the Internet, dieses Legacy IPv4 hat ja ein Problem, wir haben zu wenig Adressen, das heißt, wir machen überall Network Address Translation und Network Address Translation ist Kacke. Punkt. So, wer von euch ist Kunde bei Kabel Deutschland oder Ähnlichem? Wem reißen ständig die V4-Verbindungen ab? Gut, das liegt an Large-Scale-NAT bzw. Carrier-Grade-NAT, das heißt, das NAT macht nicht mal eure Fritzbox, sondern euer Provider für euch. Und diese Kisten sind ständig überlastet und machen eigentlich nur Ärger und Probleme. Was haben wir noch? Es gibt Geräte, die heute immer noch kein IPv6 unterstützen. Diese Hersteller sollte man vielleicht nicht mehr kaufen. Das heißt, wenn ihr neue Geräte kauft, achtet darauf, dass sie IPv6 können. Es gibt so ein paar Zeitserver-Hersteller, die dieses Jahr auf Treten von Menschen endlich mal IPv6 eingeführt haben. Manche sind noch dabei, das zu tun. Sie sagen immer, das kommt irgendwie Quartal 1, aber sie sagen nie, welches Jahr. So, ein bisschen zur Geschichte. IPv6 kam mit RFC 2460 im Dezember 1998. Das sind jetzt fast 20 Jahre. Das ist schon erwachsen. Noch nicht in Amerika, aber bei uns. Genau, bedarf schon Alkohol kaufen, zumindest hier. Warum hat man mal an IPv6 oder IP Next Generation gedacht? Man hat natürlich gesehen, wir hatten es vorhin mit den ganzen Classful-Adressen, als das Subnetting ausging. Irgendwann merkte man so, dieses IPv4 ist auch irgendwie nicht genug. Also müssen wir mal was Neues machen und hat sich dann IPv6 ausgedacht. Man wollte halt zusehen, dass es genug Adressen gibt, damit man kein NAT oder PAT mehr machen muss. Und die Routing-Tabellen wurden auch immer größer. Ich glaube, aktuelle V4-Routing-Tabelle im Internet sind 800.000 irgendwas Routen. 770. 770, okay, ja, fast. Zumindest dieselbe Größenordnung. Das erste IPv6-Deployment war im Sixbone. Das wurde am 6.6.2006 eingestellt, weil man sich dann dazu durchgerungen hatte, doch anständige Adressen zu benutzen. Es gab früher ganz viele Tunnelprovider wie 6XS, Hurricane Electric, die einem IPv6-Tunnel nach Hause geliefert haben, weil die meisten Provider V6 noch nicht eingeführt hatten.
Es ist auch heute noch ein Problem, es gibt immer noch Provider, die einem keinen IPv6 liefern, also nur das halbe Internet. Ja. Deutschland ist tatsächlich relativ weit vorne mit 35% IPv6-Adoption. Das heißt, es gibt relativ viel IPv6 in Deutschland, da die Deutsche Telekom jedem Kunden genug IP-Adressen gibt. Globale IPv6-Adoption sind wir bei 22%, das muss mehr werden. Wobei man noch dazu sagen muss, dass andere europäische Länder da noch deutlich weiter sind. Belgien ist, glaube ich, relativ führend. Da wird es dunkel, genau. Also bei den Top-Webseiten, ich glaube, GitHub hat immer noch kein IPv6. Nope. Bahn.de nicht und. Also da gibt es noch ganz, ganz viele dunkle Flecken auf der Landkarte. Aber man kann Katzenvideos gucken mit IPv6. Immerhin etwas. Ja, ist wichtig. So, also was ist neu? Neu ist, wir haben ein anderes Adressformat als IPv4. Die Adressen sind deutlich länger mit 128 Bit. Ich habe komplett neues Header-Design, was endlich mal sinnvoll ist. Ich habe Stateless Auto Configuration, das heißt, im Idealfall brauche ich keinen DHCP-Server, wenn ich nicht wilde Magie machen will. Broadcast ist weg, das nennt sich jetzt Multicast. Das heißt, ich muss auch nicht zwingend in meinem Ethernet Broadcast haben, sondern es reicht, wenn die Switches IPv6 Multicast verstehen. Und ich habe so ein bisschen eine globale Adresshierarchie. So, das heißt, bestimmte Präfixe werden nach Kontinenten verteilt. Das hat man sich damals mal ausgedacht, das wird mittlerweile nicht mehr so geführt, war damals aber eine Idee des Ganzen. Kommen wir zu den Adressen. Standardmäßig sieht das Ganze so aus. Ich habe 8x16-Bit hexadezimal. Die Ralina verteilt auch gerade ein paar Karten, damit ihr euch das angucken könnt. Der Mutags auch. Also quasi das, was auf diesem schönen auf diesem schönen Handtuch steht, was es zum Towel Day gab, als ein Ripe-Meeting ist, kriegt ihr gerade als Karten zum Nachgucken. Genau. Sponsored by Ripe NCC. Weil es das Documentation Prefix ist. Für den Stream die Frage ist, warum der Anfang der Adressen 2001 DB8 ist. 2001 DB8 ist das Documentation Prefix. Das heißt, das ist reserviert, das wird man im Internet nicht finden, das sollte man im lokalen Netzwerk nicht nutzen, kann man, sollte man aber nicht. Das ist dafür gedacht, um Folien zu bauen, Karten zu drucken. Genau. Texte zu schreiben. Damit man sich keine IP-Adressen ausdenken muss, sondern halt entsprechend welche nutzen kann. Wie gesagt, Adressformat, ich habe 2x16-Bit hexadezimal, damit ich nicht so viel schreiben muss, werden die Adresse in hexadezimal geschrieben, das heißt, ich habe nicht nur 0 bis 9, sondern ich habe auch noch A bis F hinten dran. Wenn ich so eine Adresse ausschreibe, ist die relativ lang. Tendenziell habe ich da auch ganz, ganz viele Nullen da drin. Die kann ich weglassen. Ich kann eine lange Zeile Nullen mit einem doppelten Doppelpunkt abkürzen. Das darf ich aber exakt einmal tun, weil sonst weiß ich nicht mehr, wie viele Nullen ich wo hatte. Führende Nullen in solchen, ja, damals hieß das mal Tupel, wie heißt denn das bei IPv6? Ich glaube, da sind wir uns immer noch nicht ganz einig. Okay. Okay. Führende Nullen in diesen Dingern zwischen den Doppelpunkten darf man auch weglassen. Nennen wir sie Blöcke. Blöcke, okay. Das heißt, ich habe hier eigentlich, wo nur ein DB8 steht, steht ein 0DB8. DB8 0 müsste ich ausschreiben. Das darf ich nicht weglassen. Es gibt IPv4-kompatible Adressen, wo ich eine IPv4-Adresse in einer IPv6-Adresse ausdrücken kann. Das fängt mit ganz, ganz vielen Nullen und einem FFFF an. Das sieht man unter Linux zum Beispiel in einem Nginx-Log oder generell bei Programmen, die TCP-6-Sockets verwenden, die sowohl V4 als auch V6-Verbindungen annehmen. Und dann habe ich das, was ich bei IPv4 auch schon habe, die
CIDR Notification, Notation für Präfixe. Das heißt, mein Präfix ist ein Slash 64. Das heißt, ich habe 64-Bit Netzanteil, 64-Bit Hostanteil. Es gibt unterschiedliche Adresstypen. Es gibt Unicast-Adressen. Global ist alles, was nicht irgendwo anders spezifiziert ist. Ich habe Unique Local, FC00. Die kann ich irgendwo vergeben, die werden nicht geroutet. So zum Beispiel die ganzen Freifunk-Router geben üblicherweise auch eine Unique Local Adresse mit raus, wenn sie kein echtes IPv6 haben. Ich habe Link Local Adressen, FE80/10. Jedes Gerät von euch, das IPv6 unterstützt, hat mindestens eine Link Local Adresse pro Interface, manchmal sogar mehrere. Ich habe, wie wir bereits gesprochen haben, die IPv4 Mapped Adressen. Ich habe meine Loopback-Adresse, die ist immer ...:\.1. Und im Vergleich zu IPv4 habe ich nur eine. Bei IPv4 wurde ja ein ganzes /8 dafür verschwendet. Vulgo 16 Millionen Adressen, hier gibt es nur exakt eine. Genau. Und ich habe meine Multicast, meine Unspecified-Adresse, das heißt, meine Default-Route ist einfach ein ...:\. Das heißt, es sind alles Nullen. Aber da haben wir gelogen, das wäre /0. Nein. Ach so, bei der Default-Route. Nein. Jetzt habe ich gelogen, ich nehme alles zurück. Bei V4 war es 1/0. Hier ist es 1/128, weil es die Unspecified Address ist. Multicast kann ich auch relativ einfach unterscheiden. Bei IPv4 hatten wir 224/4. Hier haben wir FF00/8. Das heißt, auch da haben wir ausreichend Multicast-Adressen. Und es gibt keine Broadcast-Adressen. Weil im IPv6 gibt es keinen Broadcast. Haben wir nicht, brauchen wir nicht mehr. Kriegen wir auch nicht wieder rein. Hier mal so ein IPv6-Header. Der ist deutlich einfacher als ein IPv4-Header, wo ich meinen Type of Service und so weiter habe. Aus einem einfachen Grund. Ich habe hier oben meinen Version-Header. Da steht eine 6 drin, weil es IPv6 ist. Dann habe ich eine Traffic Class, damit kann ich relativ einfach angeben, was für ein Typ Traffic das ist. Das haben sie bei IPv4 im Type of Service Field versteckt. Wer von euch hat mal irgendwie so ein bisschen Quality of Service gemacht? Na, das mit den DSCP Code Points kennt ihr. Das ist hier ein bisschen einfacher, weil hier kann ich einfach Traffic Classes angeben, das ist ein bisschen größer, das Label. Ich habe ein Flow Label, das heißt, ich kann identifizieren, welche Pakete zu welchem Flow gehören. Ich habe eine Payload-Länge, die sagt mir, wie groß denn der Rest an Datengerümpel da hinten dran ist, also unser Packet-Overhead. Dann habe ich den Next-Header, der auf nächste Header zeigt. Das heißt, ich kann mehrere Header hintereinander hängen. Ich habe nicht mehr das Problem von einem Fixed 40-Byte-Header wie bei IPv4, wo dann alles Mögliche irgendwie reingepresst wurde, sondern ich kann sagen, okay, ich habe ja noch neue Optionen, die sind im nächsten Header. Guck mal danach. Und dann habe ich, was früher bei IPv4 TTL hieß, habe ich ein Hop-Limit. Das heißt, mein Paket darf x Hops weit geroutet werden. Danach ist es bitte wegzuwerfen. Dann habe ich eine große Source-Address, klar 128-Bit, und eine große Destination-Address. Und dann kommt üblicherweise auch schon mal entweder noch ein Next-Header, wenn ich noch irgendwelche Optionen dran kleben möchte, oder mein Payload. Machen wir weiter. Es gibt natürlich bei IPv6 auch wie bei IPv4 ICMP. Das ICMP V6 macht deutlich mehr als das ICMP bei V4. Ich habe sogenannte Informational Types. Die haben alle eine Nummer größer 127. Das heißt, 128 ist ein Echo-Request, 129 ein Echo-Reply. Das ist der übliche IPv6-Ping. Dann habe ich so ein paar Error-Types. Ich habe ein Destination Unreachable, das heißt, dass der letzte Router sagt, ich weiß nicht wohin mit deinem Paket, hier hast du es zurück. Ich habe ein Packet Too Big, das war, bei IPv4 gab es damals diese Don't Fragment Bits, wo man dann Fehlermeldung zurückgekriegt hat. Hier gibt es eine explizite Fehlermeldung, dass das Paket so groß ist und man es doch bitte kleiner schneiden möchte. Dann habe ich ein Time Exceeded, das heißt, mein Hop-Limit wurde erreicht. Ich habe das Paket weggeschmissen, sagt er aber Bescheid.
Und dann gibt es noch ein Parameter-Problem, das heißt, dass irgendwas ganz komisch ist, was mir überhaupt nicht gefällt und deswegen schicke ich dir das jetzt zurück. Das möchte man alles nicht filtern. Genauso schon die Probleme mit ICMP-Filtern bei IPv4 gibt es die hier auch. Wenn ich ICMPv6 filtern muss, aus regulatorischen Gründen, so Leute gibt es ja, gibt es dann RFC dazu 4890. Wenn ihr das machen müsst, lest das bitte. Ansonsten ist euer Netzwerk relativ schnell relativ aus. Genau. weil ich ja nicht nur Echo Request, Echo Reply oder Fehlermeldung drüber verschicke, nein, das gesamte Neighbor Discovery unter IPv6 funktioniert mit ICMPv6. Das heißt, das sind alles ICMPv6-Nachrichten. Was ich bei einem IPv4 mit ARP oder sowas gemacht habe, heißt hier Neighbor Discovery. Das ist eine ICMPv6-Message. Genauso eine Router Solicitation. So, hallo, gibt es hier in diesem Netz irgendwo einen Router? Und dann gibt es noch das Router Advertisement, kommen wir auch gleich nochmal zu. Das sagt, hallo, ich bin in diesem Netz dein zuständiger Router, du hast folgendes Präfix und folgende Option. Neighbor Solicitation, Neighbor Advertisement. Wer bist denn du? Oder Hilfe, ich möchte mit B reden, wo bist du denn? Also quasi der Ersatz für ARP im IPv4. Genau. Und dann habe ich noch das ICMP Redirect. Nimm nicht mich als Router, nimm den da drüben, weil da ist der Weg kürzer. Und das Ganze ist durch IPv6 Multicast implementiert. Das heißt, wenn ich meinen Neighbor nicht finde, klar muss ich irgendwann eine Multicast-Adresse schicken. Und das heißt, ich kann auch nur an alle Router schicken oder nur an alle Rechner schicken. Das heißt, Router-Advertisements gehen auch nur, oder Router-Solicitations, werden auch nur an alle Router geschickt, die auf diese Multicast-Gruppe hören. Das heißt, ich habe nicht mehr so viel Schrott im Netzwerk rumfliegen. Es kriegen zumindest weniger Leute den Schrott. Genau. Wofür wird das noch benutzt? Dinge wie Parameter-Discovery, das heißt, wie groß ist denn meine MTU? Wie groß muss ich meine Ethernet-Frames schnüren, damit sie noch durchs Kabel passen und nicht irgendwo verpuffen, weil sie nicht durchpassen? Gibt es diese Adresse schon? Es gibt einen Duplicate-Address-Check. Wer unter Linux oder unter Debian zumindest, da kenne ich es, Netzwerkinterfaces konfiguriert oder hochfährt, sieht manchmal die Meldung Waiting for DAD. Das ist der Duplicate-Address-Check. Das heißt, ein Rechner fragt mal, hallo, gibt es die IP hier schon? Da kommen wir gleich noch zu. Na gut. So, wie gesagt, da kommen wir gleich zu. Und zwar, wie Rechner ihre Adressen kriegen. Damit wir das aber verstehen, muss ich vorher noch eine andere Sache erklären, nämlich IUI 64. Extended Unique Identifier in 64-Bit-Länge. Das heißt, ich habe ja eine Auto-Discovery, das heißt, der Rechner muss sich seine Adresse irgendwie zusammenpuzzeln. Was nimmt man jetzt als Schlauestes? Man nimmt die MAC-Adresse des jeweiligen Interfaces. Die schneidet man klein in zwei 24-Bit-Häppchen, tut ein FFFE dazwischen, zählt das siebte Bit von links hoch, hat einen Effekt. Und zwar, da drüben seht ihr nochmal die MAC-Adressen aufgemalt. Und das siebte Bit von links sagt Globally Unique oder Locally Administered. Damit flippe ich dieses Globally Unique Bit, was in der MAC-Adresse Globally Unique ist, flippe es auf Locally Administered, muss eigentlich zwei beim ersten Ding sie dazu zählen. Und damit ist meine MAC-Adresse lokal administriert. Das heißt, ich habe mir das selber ausgedacht und daraus baue ich mir quasi meinen Interface-Identifier zusammen. Habe dann einen 64-Bit-Wert, den ich an eventuell gelieferte Präfixe ankleben kann. Schön wäre jetzt, wenn alle Systeme das so machen. Bei Unixen, bei Macs ist das so, außer bei Windows. Die haben sich was anderes überlegt, was gar nicht doof ist. Sie machen es nur anders. Wenn ich ein Windows installiere, würfelt er einmal einen 64-Bit-Wert und speichert das als Interface-Identifier und nutzt den für alle Interface. Das heißt, wenn ich in einem Windows die Netzwerkkarte tausche, kriege ich danach dieselbe IP. Mache ich das bei einem Unix- oder Mac-System, kriege ich eine neue IP. Kann man sich jetzt darüber streiten, was cleverer ist? Es gibt auf jeden Fall beide Welten. Genau. Eine Frage. Wenn ich jetzt im Gegensatz zu IPv4 diese Version benutze, dann habe ich ja grundsätzlich eine immer wiederkehrende oder gleichbleibende Adresse und bin damit im Internet immer identifizierbar, während ich bei IPv4 ja würfeln kann.
Richtig. Hast du, gibt es aber einen RFC zu, der nennt sich Privacy Extensions und die haben wir auch noch auf dem Schirm. I'm glad you asked, das kommt noch. Genau. So, fangen wir mal an mit Stateless Auto Configuration. Wie kriegt das Ding jetzt seine IP-Adresse? Fangen damit an, wir stecken ein Kabel in einen Ethernet-Port. Damit merkt das Interface so, oh, ich muss hier was tun. Das heißt, es holt sich schon mal, würfelt sich eine IOI-64-Identifier und baut sich damit eine Link-Local-Adresse. Die fängt üblicherweise mit FE80 an. Und das heißt, ihr habt FE80, Doppelpunkt, mein Local-Identifier. Jetzt fängt das Ding an, mit diesem Local-Identifier, weil der in dem Subnetz ja unique ist, Router-Solicitations rauszuschicken. So, hallo, hier bin ich, gibt es hier Router irgendwo? Ja, hier. Genau, da ist der Router. Der Router schickt daraufhin ein Router-Advertisement. Das tut er üblicherweise periodisch, alle 5 Minuten, aber man kann ihn danach auch fragen. In diesem Router-Advertisement steht mein Netzpräfix drin, da steht die Lebenszeit des Netzpräfix drin. Ich kann da meinen DNS-Server reinschreiben für das Netz. Ich kann mein Default-Gateway da reinschreiben und ich kann meine MTU da reinschreiben. Unter anderem, da geht noch viel mehr, aber lassen wir das erstmal. Dann geht das Interface los, sagt, okay, ich habe hier einen Präfix von dir bekommen. Da klebe ich meinen Interface-Identifier dran und habe damit meine globale Unique-Adresse. Und mit dieser globalen Unique-Adresse geht das Interface los und schickt ein Duplicate Address Detection. Das heißt, es versucht eine Neighbor Solicitation für seine IP-Adresse zu machen. Es fragt mit der Link-Local-Adresse, hey, gibt es für diese IP-Adresse jemanden, der sie benutzt? Wenn das nicht der Fall ist, weiß es, okay, ich kann die Adresse benutzen, das ist jetzt meine, und los geht's. Das geht innerhalb von wenigen Sekunden alles, das ist genauso schnell wie eine DHCP-Antwort und ich muss mich als Admin eigentlich um nichts mehr kümmern. Und das Schöne ist, wenn dieses Präfix irgendwann mal umziehen muss, ist auch das kein Problem, weil ich kann einfach auf dem Router sagen, hey, du hast jetzt ein neues Präfix und das alte lässt du verfallen. Da ich da üblicherweise eine Lifetime dran geklebt habe, die so, ich glaube, üblich sind 1 Stunde oder sowas, kann ich innerhalb dieser Stunde neue Prefix-Advertisements schicken. Die Interfaces holen sich nach und nach neue IP-Adressen, die alte geht ja noch und ich kann sozusagen schleichenden Übergang von einem neuen auf ein altes Präfix machen. Das heißt, ich habe beim Renumbering schon mal nicht mehr die Schmerzen, die ich mit IPv4 habe. Solange alle Systeme in dem Netz Slug benutzen. Genau. Dann gibt es noch was, Stateful Auto Configuration oder auch DHCPv6 genannt. DHCPv6 muss ich dann machen, wenn ich bestimmte Parameter übergeben will, wie zum Beispiel ein Boot-File, wenn ich meinen Pixie-Boot über IPv6 machen möchte. Dann muss ich natürlich dem Rechner sagen, okay, wo ist dein Next-Server, was ist dein Boot-File, was holst du dir woher? Und es gibt auch, wenn das Gerät zum Beispiel noch kein RDNSS unterstützt, also DNS-Server-Advertisement über eine Router-Solicitation, über ein Router-Advertisement, dann muss ich das über DHCPv6 machen. Es gab eine Zeit lang Geräte, die kein RDNSS konnten, so Juniper-Router zum Beispiel. Oder Cisco. Oder Cisco. Da musste ich dann meinen IPv6-DNS-Server noch zusätzlich per DHCPv6 verteilen. Ansonsten hätte ich ja nur einen V4-Name-Server gehabt. DHCPv6 brauche ich zum Beispiel für eine Prefix-Delegation, was ich halt bei IPv6 auch machen kann. Ich kann einem Host sagen, pass mal auf, du kriegst nicht nur eine IP-Adresse von mir, sondern du kriegst ein gesamtes Präfix, aus dem du die Netze ziehen darfst. Das macht zum Beispiel eine Deutsche Telekom mit eurem Router zu Hause. Das heißt, ihr kriegt dann /56 und der Router kann intern mehrere Netze verteilen. Ja, das heißt, irgendwie Geräte, die hinter dem Router sitzen, müssen kein NAT mehr benutzen, sondern können, wie gesagt, mehrere Subnetze nutzen. Das ist soweit ganz praktisch, weil, wie gesagt, ich muss dann kein NAT mehr machen. Ich habe hinter dem Router ein zugeteiltes globales Präfix und muss mir da nichts mehr ausdenken oder würfeln. Dann gibt es noch Stateless Auto Configuration bei DHCPv6. Das heißt, ich mache mein ganzes Adressgemammel per Stateless Auto Config mit IOI64 Identifiern. Ich konfiguriere meinen DNS-Server bei DHCPv6 oder ähnliche Sachen. Und Android supportet das nicht.
Google findet, das braucht man nicht. Genau. Google findet DHCPv6 doof. Liebe Moderatoren? Liebe Moderatoren, nee, dann ist es nicht auf der Aufzeichnung. Ja. Doof. Einmal wählen, bitte. Der Grund dafür, dass Android das aber nicht supportet, ist auch durchaus gar nicht mal so doofer. Nämlich das Tolle an Stateless Auto Configuration ist eben, dass sich eben alle Clients ihren Identifier selbst auswürfeln und quasi sich nicht wirklich aktiv beim Router melden müssen. Und dadurch kann eben halt auch kein Mapping von Adresse zu Gerät vorgenommen werden und das dann eben getrackt und gespeichert werden, um dann später irgendwie ja Dinge wegloggen und später nachverfolgen zu können. Und das ist meines Wissens nach der Grund, dass zumindest der Typ, der bei Android eben für diesen Teil des Stacks verantwortlich ist, sagt, ich will nicht, dass das funktioniert und deshalb kann Android keinen DHCPv6. Wo sich eben ja das Gerät aktiv beim Router meldet und der Router dann eben ein Mapping vorhalten kann. Naja gut, das Mapping habe ich ja trotz Router Solicitation immer noch. Ich glaube, du zielst auf das DHCP-Mapping ab. Ich würde es aber trotzdem gut finden, wenn man dann wenigstens seinen DHCP-Server per DHCPv6 verteilen könnte. Aber ein DNS-Server meinst du? Ja, ich rede wirr. Nee, Android supportet gar kein DHCPv6. Ja, aber ne, das Problem ist, wenn der Router kein RDNSS kann. So Henne-Ei-Problem und so. Also Standards entwickeln sich relativ schnell, weil es motivierte Leute gibt, die sie schreiben, durch das RFC und IETF etc. pushen. Dann haben wir einen Standard. Bis das dann in so einem Stück Blech landet, dauert das eine Weile. Das muss nämlich in die neuen Chips und das hat Entwicklungszeiten und dann hat man noch ein paar Millionen von diesen anderen Chips da liegen etc. Also RFC ist schnell da, aber das dann in Hardware zu kriegen, um es im Netz zu nutzen, ist ein Problem. Genau. So, aber wir hatten das Privacy-Issue, hatten wir schon. Es gibt dafür die Privacy-Extensions nach RFC 4941. Ich habe ja eine globale IPv6-Adresse, ich habe einen Präfix. Was jetzt die Privacy Extensions machen, ist, sie würfeln sich einen Random Interface Identifier und benutzen den für ausgehende Verbindungen. Und das tun sie etwa so lange, wie die Verbindungen da sind. Das heißt, im Zweifelsfall hat mein Rechner plötzlich 10 oder 12 oder noch mehr Adressen, weil es sich für jede Verbindung neue Privacy Extensions generiert hat. Die kann ich dann auch nicht mehr global tracken, weil die Adressen nach 10 Minuten wieder verschwinden. Oder auch nur für die Verbindung gültig sind. Und zufällig gepuzzelt sind. Genau, das Zeug ist total random. Ist übrigens auch ein lustiges Problem mit ARP-Adresse oder mit Neighbor-Caches bei größeren Routern. Weil wenn ich jetzt so ein größeres Netz habe, wo sich so 4000 Wireless-Geräte drin tummeln, die haben ja nicht nur eine Adresse. Die haben ihre Link-Local-Adresse, sie haben ihre Global-Adresse und sie haben diverse Privacy-Extension-Adressen. Das heißt, ich habe plötzlich nicht mehr 4000 Adressen in meinem Cache, sondern mindestens 8, 16, 20.000. Und da fällt so manches Hersteller-Equipment schon um. Genau. Was noch eine Frage? Und die Rechnung kannst du jetzt auch nochmal mit der Anzahl der Router-Advertisements bzw. der Router, die im Netz stehen, multiplizieren, weil jeder kann auch nochmal einen eigenen Präfix announcen, sodass du dann auch ganz schnell die vierfache Anzahl an Mappings in deiner ARP-Table hast. Genau, und gerade wenn ich von einem Präfix aufs andere gehe, wird es plötzlich verdoppelt und. Also das zieht sich. Das macht auch tatsächlich Router-Herstellern große Probleme, dass sie plötzlich große lokale Tabellen vorhalten müssen. Ja, auch das. Es sind auch schon Clients umgefallen, weil sie zu viele SSIDs gesehen haben. Das würde ja zum Glück niemand tun. Aber das geht nur in Saal 1. Und in Halle oder in Halle 2. Kommen wir zu Subnetting. Subnetting ist eigentlich bei IPv6 ein bisschen einfacher als bei IPv4, weil die eigentlich relevante Netzmaske für mich ein /64 ist.
ein /64 deshalb, weil ich mit meinem 64-Bit UI-Identifier mir meine Adresse würfeln kann. Und für ein LAN sollten 18 Quintillionen Adressen eigentlich ausreichen. So grob. Zumindest für das LAN. Die Deutsche Telekom delegiert jedem ihrer Endkunden ein /56. Das sind 256 mal 18 Quintillionen Adressen. Also das sollte für jeden Haushalt reichen. Genau, wenn er zu Hause halt so ein paar Server, Kubernetes-Cluster, sonst was betreibt, genau, müsstet ihr damit relativ weit kommen. Ach ja, IoT, genau. Genau, ja, also auch für dieses ganze IoT-Geraffel, wobei dieses IoT-Geraffel meistens nur IPv4 spricht. Das, genau. es gibt so in der Adressvergabe-Policy die Idee, dass eine Site, also sprich ein großer Bürokomplex oder sowas, ein /48 kriegen sollte. Das sind 65.536 /64-Subnetze oder jede Menge Adressen. Damit kann man dann auch wunderbar so Sachen bauen wie, okay, wir kodieren mal unsere VLANs in die Adresse mit rein, weil genug Platz ist ja da. Also zum Beispiel eine Uni kriegt vom DFN, der Telekom der meisten deutschen Unis, wer ist das Ding denn? Genau, Deutsches Forschungsnetz, danke. Ein /48 zum Beispiel. Wir haben hier ein /48 in unserer Infrastruktur. Brauchen wir zwar alles nicht, haben wir trotzdem, wir sind eine Organisation. Das heißt, mit V6 hat man üblicherweise nicht zu wenig Adressen. Wenn doch, kann man mal nett mit seinem Provider reden, dann kriegt man vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber das ist dann schon, also da muss man eine Unterhaltung für führen. Genau. Das RIPE delegiert einem üblicherweise ein /29 IPv6 als LIR. Also drücken sie einem auch quasi auf. Wenn man was Kleineres anfragt, kriegt man die Frage, willst du wirklich so wenig? Echt? Ja. Also sie haben angefangen mit einem /32, haben dann gemerkt, dass da irgendwie Subnetting so ein bisschen doof ist, wenn man mehr wie ein Datacenter hat, sind dann auf ein /29 gegangen. Und das sind 524.288 Sites mit 65.536 Subnets zu 18 Quintillionen Adressen. Wem das nicht reicht, der hat echt andere Probleme. Das erinnert mich so ein bisschen an /8-Zeiten bei IPv4. Das sind immer ein paar weniger Adressen als /8. Genau. Ja, /8-Zeiten ist richtig, aber wenn ich überlege, das gesamte Legacy-Internet passt in ein /96. Your Internet fits in my Subnet. In a small part of my Subnet. Zu /29 sei noch was gesagt, für manche Leute reicht das nicht. Es gibt ein LIR, also eine Local Internet Registry in diesem unseren Land, die betreibt der Bund. Und der Bund vergibt global IP-Adressen für die Länder. Das heißt, es wird runtergebrochen, jedes Bundesland kriegt einen Block. Ich weiß gerade nicht, wie groß die sind. Weiß das zufällig wer auswendig? Also das Bundesrepublik Deutschland hat ein /26, glaube ich, gekriegt. Teilt das in große Häppchen und die Länder teilen das selber auf Ministerien, Polizeibehörden etc. pp., damit man deutschlandweit einen großen Adressblock hat, der über VPN, SINA-Boxen, Magie, Dinge und Sachen verbunden ist und man ein globales Adressschema hat. Das hat, glaube ich, ein Jahr Diskussion mit dem RIPE gekostet, diese Tatsache. Munkelt man. Und wer weiß, wie lange interne Diskussionen, aber... Gut. Es gibt Leute, die benutzen ein /127 auf einem Link, damit sie einfach die schöne Doppelpunkt-1 und Doppelpunkt-2 hinten verwenden können und den Rest einfach nicht mehr brauchen. Das geht aber in einem 127 nicht. Das war mit dem 126. Man kann auch das 127 mit 0 und 1 verwenden oder mit 2 und 3. Warum tut man das? Wenn ich einen Link habe, wo nur zwei Geräte dranhängen, was ich jetzt durch das Handtuch leider verdeckt habe, brauche ich ja kein /64. Ist einfach Adressverschwendung. Das könnte man sagen, ist ja egal, wir haben ja genug. Aber wenn mich jetzt jemand ärgern will und weiß, welches Transfernetz ich zwischen zwei Routern zum Beispiel benutze, kann er die IPs der Reihe nach pingen und auf beiden Seiten oder mindestens einer Seite dieses Netzes füllen sich die Neighbor Tables mit Einträgen mit, da wollte wer hin, ich weiß aber nicht, wo es ist. Das heißt, wenn jemand doof ist und mich ärgern will, kann er mir in meinen Routern die Neighbor Tables füllen, weil ich 18 Quintillionen mögliche Adressen in jedem Transfernetz habe.
Wenn ich das verhindern will, nehme ich einfach ein Slash 127 oder wenn ich 1 und 2 schöner finde, ein Slash 126, dann kann das niemand tun. Das kann von außen passieren. Du hast ja globale, routbare IPs üblicherweise in deinem Backbone. Das heißt, du hast also hier in diesem ganzen Gelöt, was hier rumsteht, das sind ja internetweit erreichbare V6-Adressen. Das heißt, wenn jetzt jemand aus, was ist gerade politisch opportun, weiß ich nicht, dumme Ideen kriegt und meint, uns ärgern zu wollen, kann er einfach ganz viele Pings schicken, guckt sich an, was für Netze haben wir hier, kriegt man durch Traceroute heraus und pingt dann von irgendeinem Netz die ganzen IPs durch. Das wird hier nicht funktionieren, weil ich so konfiguriert habe, dass mich keiner ärgern kann, aber grundsätzlich wäre das denkbar. Noch eine kurze Frage. Ich kannte die Empfehlung, für Transfernetze zwischen Routern Link-Local-Adressen zu verwenden. Was ist da eure Meinung zu? Kann man auch machen. Spricht nichts gegen? Spricht nichts gegen. Ist ein bisschen unpraktisch für den Fall, dass dass irgendwelche Fehler passieren. Netzwerk nicht erreichbar, Paket zu groß an der Stelle, weil ab da ist das Kabel kleiner oder der Tunnel oder was auch immer. Dann kriege ich möglicherweise keine Antwort, weil die Link-Local-Adresse als Antwort für eine Fehlermeldung nicht funktioniert. Üblicherweise sollte ein Router noch so ein paar andere Adressen haben, mit denen das dann wieder geht. Kann man machen, muss man nicht. Hat operativ gegebenenfalls Nachteile, dass ich zum Beispiel ein Traceroute nicht mehr sinnvoll einordnen kann. Es sei denn, ich arbeite da wieder drumherum. Ich persönlich tue es nicht. Ich habe eine Frage zum Thema MTU. Path-MTU bei IPv4 ist ja ziemlich kaputt. Also das funktioniert so gut wie nie. Ist das bei IPv6 besser gelöst oder ist das genauso im Arsch? Wir hatten ja vorhin die Diskussion, ob man ICMPv6 filtern sollte. Das war jetzt eigentlich keine Diskussion, das war ein Nein. Das war die Feststellung, dass man es nicht tun sollte. Prinzipiell, wenn jemand zwischendurch ICMP V6 kaputt macht, hast du dasselbe Problem wie bei V4. So, kommen wir ein bisschen zu Transition Technologies. Wie Moment, kommen wir? Da war noch eine Frage. Achso, oh, nicht gesehen, Entschuldigung. Max, wie schützt du dich gegen diese Ping-Versuche? Gegen deine Link-Local, gegen deine Transfernetze. Du hast gesagt, du konfigurierst sie, dass man dich von außen nicht ärgern kann. Ist genau. Das dann eben passende ICMPv6-Messages geblockt von außen auf deine Transfernetze? Zurück auf die richtige Slide, bitte. Ich reserviere mir in meinem IPAM, also IP-Management-Tool, einen /64 für jedes Transfernetz. Ich konfiguriere aber nur die IP1 und die IP2 mit einem /126er Netzmaske. Das heißt, das Netz ist so klein, es hat nur 4 mögliche IPs. Wenn du außerhalb dieses Bereiches pingst, der noch in dem /64 drin wäre, ist das lokal ja nicht konfiguriert, weil meine Netzmaske kleiner ist. Das schmeißt der Router einfach weg. Damit wird es kein Eintrag in der Neighbor-Tabelle und das Problem ist gelöst. Deswegen gibt es das RFC, was /127 vorschlägt. Ich weiß gerade aus dem Stand nicht die Nummer, aber das hat mal jemand aufgeschrieben. Es gibt auch Leute, die kein komplettes /64 reservieren in ihrem IPAM, sondern wirklich /127 der Reihe nach vergeben. Da rümpfen Menschen die Nase, kann man aber auch machen. Dann machen wir mal weiter. Getting from 4 to 6. Wie kommen wir aus dieser alten V4-Legacy-Hölle raus? Gibt eine Menge Möglichkeiten. Es gibt Tunnelbroker, die entsprechende V6-Tunnel anbieten. Wir hatten vorhin schon Hurricane Electric, 6XS hat den Betrieb eingestellt. Es gibt, glaube ich, noch mehr Tunnelbroker da draußen. Über Teredo rede ich nicht mehr, das ist aus. Es sei denn, man benutzt noch alte Windows-Systeme. Das tut man ja nicht, oder? Dann haben wir natürlich ganz klar Dual-Stack. Also ich könnte mich täuschen, aber ich hatte kürzlich den Eindruck, dass Teredo auch in aktuellem Windows 10 Professional noch aktiv ist, wenn man es nicht wieder von Hand ausschaltet. Kann durchaus sein. Da habe ich jetzt nicht den Einblick, aber Teredo wird eigentlich nicht mehr genutzt. So, also sollte man auch nicht mehr nutzen. Wenn das so ist, würde ich das als belastend betrachten. Genau.
Weiter im Text, was habe ich noch an Transition Technologies? Dual Stack, ich kann V4, V6 gleichzeitig benutzen. Ich habe DS Lite, das ist Dual Stack Lite, das erkläre ich gleich nochmal, das ist ein bisschen komplexer. Ich habe NAT64 und DNS64 und V64 XLAT, das nur der Vollständigkeit halber genannt. Die Erklärung spare ich mir heute, weil damit könnte ich, glaube ich, die ganze Dreiviertelstunde füllen. Komplex und scheiße. Und scheiße komplex. Auch das. Ja, Tunnelbroker hatten wir schon. Ich kriege einen GRE-Tunnel von irgendwem geliefert, der mir V6 und IPv4 einpackt. Und ich kann das auf meiner Seite wieder auspacken und umgekehrt. Dual Stack, ich habe zwei IP-Adressen, eine V4-IP-Adresse, eine V6-IP-Adresse, damit auch eine V4-Routing-Tabelle und eine V6-Routing-Tabelle und es wird halt immer komplexer. Das ist so das Übliche, was die meisten Leute machen oder auch zu Hause betreiben. DS-Lite. DS-Lite ist relativ spannend, weil es das Schlechteste aller Welten verbindet. Das ist... Und DS-Lite ist der Grund, warum euer Unity-Media-Anschluss oder Kabel-Deutschland-Anschluss, üblicherweise die Kabelanschlüsse, manchmal Katzenbilder sehr schlecht lädt. Genau, weil wenn die Katzenbilder über IPv4 kommen, habe ich das Problem, ich habe zu Hause eine also RFC 1918 IP-Adresse, üblicherweise als Public-IP-Adresse. Diese wird getunnelt zu meinem CGN-Gateway, da wieder, also durch IPv6 zum CGN-Gateway getunnelt. Das heißt, ich muss erstmal mein IPv4-Paket natten auf mein, oh doch, dein CPE nattet das auf die Public-Adresse, die es bekommen hat. Diese Public-Adresse wird in einen IPv6-Tunnel gepackt, zum CGN-Gateway geschickt, dort ausgepackt, nochmal genattet und dann ins freie Internet gelassen. Okay, der volle Wahnsinn war mir nicht bewusst. Genau. Ja, das ist vor allen Dingen Geschäftsmodell für die CGN-Boxenhersteller. So, die MTU ist damit zum Teufel, das heißt, ich kriege da eigentlich nichts mehr durch. Dieses DS-Lite CGN-Gateway ist üblicherweise chronisch überlastet, weil natürlich Katzenbilder und so Sachen wie BitTorrent halt auch darüber gehen. Wenn ich mein BitTorrent über IPv4 mache, damit kriegt man die Dinger regelmäßig tot. Und das Ding sich natürlich merken muss, was es wohin genattet hat. Das heißt, die Tabelle, die früher relativ klein auf eurer Fritzbox war, ist jetzt relativ groß für ganz viele Kunden auf diesem großen Hobel. Und wir hatten ja vorhin schon das Problem, Speicher ist teuer. Genau. IPv6 geht komischerweise direkt durch. Da spart man sich das ganze Nattgerümpel, weil ich habe ja global erreichbare IP-Adressen. So, na, das heißt, je mehr Dienstanbieter IPv6 machen, umso besser für die Kabelkunden. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen NAT64, DNS64 an. Das ist so ein kleines Hobby. Okay. Gut, jetzt. Ja, nicht nur Kabelkunden, auch 1&1-Kunden haben anscheinend das Problem, dass neuere 1&1-Anschlüsse auch DS-Lite mit CGNAT machen. So, ich hoffe, dass meine Frage vollständig ist, dass sie beantwortet werden kann. Und zwar, was macht man, wenn man auf der einen Seite einen DS-Lite-Anschluss hat und da gerne einen VPN hin aufbauen möchte? Was ist der Weg der geringsten Schmerzen? Ich würde erst mal sagen, dicke Backen. Ja. Dann würde ich bei deinem Provider anrufen, dass du gerne richtiges Internet hättest, weil du ja VPN benutzen musst. Oder du konfigurierst deine Gegenseite mit IPv6. Oder du versuchst dein Glück und konfigurierst das VPN so, dass du es von zu Hause zu irgendeinem Server aufmachst und betest, dass diese Session im großen NAT-Gerät einfach bestehen bleibt. Das kannst du vergessen, weil die großen NAT-Geräte-Sessions dann 30 Minuten hart terminieren. Das funktioniert bei Unity Media mit OpenVPN erstaunlich gut. Na gut. Vielleicht habe ich die richtigen Stoßgebete an die alten und neuen Götter gekriegt. So. NAT64 ist eine sehr spannende Transition Technology, weil ich eigentlich nicht viel State dazwischen habe. Achso,
Dann noch eine Frage. Also kurz zum Thema VPN-Tunnel über Unity-Media-Anschlüsse. Wir haben reihenweise das Problem, dass unsere IGv2 Road Warrior-Tunnel halt eben nicht gehen über diese CGN-Gateways und wir halt auch reihenweise mittlerweile unseren Mitarbeitern den Aufpreis für den Geschäftskundenanschluss bei Unity Media bezahlen dürfen. Genau, das ist auch so ein Problem. Man könnte auch V6 deployen, aber das kostet auch Geld. Richtig. Wäre aber nachhaltiger. Alle durch? NAT64. Wir hatten ja vorhin, dass wir uns unser bisheriges IPv4-Internet in ein Subnet mappen können. Das wird bei NAT64 gemacht. Das gesamte Internet wird in ein well-known Prefix gemappt, nämlich 64FF9B und funktioniert folgendermaßen. Ich habe als IPv6-Only-Client, stelle ich meinem DNS64-Server eine DNS-Anfrage. Der kriegt nur einen A-Record zurück für eine IPv4-Adresse. Sieht dann, okay, ich habe da nur eine IPv4-Adresse drin, die muss ich umschreiben und mappt diese mit der IPv4-Adresse als Hexadezimal und auf das Well-Known-Prefix. Das heißt, ich kriege in meiner Antwort einen sogenannten Quad-A-Record zurück, wo eine IPv6-Adresse drin steht, statt der IPv4-Adresse. Sprich, sieht man hier unten als Beispiel, der Client fragt nach h2example.com, unseren DNS64-Server, könnte ein Bind oder irgendwas anderes sein. Der versucht das aufzulösen, stellt fest, hoppala, ist ja nur eine V4-Adresse, diese Seite hat noch keinen V6, die ist noch nicht im echten Internet angekommen. Das mappen wir also auf, das hier ist die hexadezimale Darstellung der IP da hinten, plus kleben da unser Prefix davor und geben das an den Client zurück. Genau, und jetzt habe ich meinen NAT64-Router, der mein Well-Known-Prefix kennt und weiß, alles, was auf dieses Well-Known-Prefix geht, muss ich entsprechend auf IPv4 umsetzen. Das tut er auch, das macht er auch relativ zuverlässig üblicherweise. Das Schöne ist, dass ich solche NAT64-Router bei mir direkt irgendwo hinkleben kann. DNS64 muss ich im Zweifelsfall nicht selber machen, es gibt einen experimentellen Dienst von Google. Entschuldigung, dass ich dann doch nochmal eine Frage habe. Das heißt, ich habe da eine Box dazwischen, die schreibt mir DNS-Antworten um. Richtig, das macht dir DNS sehr kaputt. Genau. Das wäre die Frage gewesen. Okay. Aber das benutzt ja auch eh keiner, DNSSEC. Nee, macht ja auch keiner, wozu auch. Noch eine Sache zu NAT64. Ist mittlerweile von Apple required, dass jede App, die sie in den App Store lassen, mit NAT64 umgehen kann, weil eine T-Mobile in USA das so ausgerollt hat. Das hat übrigens die Ausrollung davon etwas gepusht. Man wundert sich. Genau, weil plötzlich alle Entwickler kamen, oh, wir müssen IPv6 machen, Apple sagt, wir müssen das. Ich sage, nee, ihr müsst bloß nur anständig mit DNS-Antworten umgehen können. Gut, wenn wir so ein Transition Technologies haben, machst du mal die nächste Slide? Ja, ja. Müssen wir natürlich auch wissen, okay, was nehmen wir denn jetzt? Und dafür gibt es den Happy Eyeballs-Algorithmus. Happy Eyeballs möchte die User glücklich machen, das heißt, man möchte immer die schnellste Technologie präferieren. Und man ist mittlerweile dazu übergegangen, bei DNS-Anfragen, die sowohl einen Quad-A als auch einen A-Record zurückliefern, einfach zwei Syns loszuschicken und die Verbindung zu nehmen, die als erstes antwortet. Mittlerweile ist das tatsächlich üblicherweise IPv6, weil da weniger Middleboxen zwischenstehen, weniger NAT zwischenstehen und ich weniger Packet-Delay habe, also weniger Routing-Delay habe. Implementiert ist das Ganze in Chrome, Opera, Firefox. Apple hat gesagt, ja geil, das machen wir für alles. Das bauen wir mal einfach ins System ein. Und Curl macht das genauso. Damit hat sich die ganze IPv6-Nutzung deutlich in Richtung IPv6 verschoben. Das heißt, wer Dual-Stack macht, wird üblicherweise, wenn er diese Tools benutzt, IPv6 präferieren. Daran merkt man auch relativ schnell, wenn irgendwo V6 kaputt ist, dann ist nämlich alles langsam. Wer nutzt das denn so? Einige der großen, Heise, Google, YouTube. Oh, das war eine Frage. Entschuldigung. Ja, eine Frage kurz. Gibt es irgendein Mobilfunknetz, aus dem IPv6 erreichbar ist mittlerweile? T-Mobile. Sonst nichts?
Nee, sonst nichts. Okay, danke. Genau, aus eben zum Beispiel T-Mobile könnte man auf Google, YouTube etc. Pfeffer6 zugreifen, wird das dann auch tun. Die haben auch selber ein paar Statistiken. Wir haben jetzt hier eine Statistik vom RIPE. Es gibt bei Google selbst Statistiken, Facebook hat offizielle Statistiken, wenn man danach sucht, findet man die, wie viele Leute von wo ungefähr auf diese Dienste per IPv6 zugreifen. Microsoft ist sehr stark dabei, V6 zu pushen. Die wollen intern V6-only fahren. Wer neuere Windows-Systeme oder Windows-Server-Systeme aufsetzt, inklusive so Dingen wie SharePoint, Exchange etc. pp., wird feststellen, dass die sehr viel über V6 machen. Wenn man auf die absurd dämliche Idee kommt, das zu deaktivieren, weil das eine nicht verstandene Technologie ist, stellt man relativ fest, dass einem sein Exchange auseinanderfällt. Also nicht tun, generell V6 deaktivieren, nicht tun. Ihr habt ja jetzt verstanden, wie es geht. Genau, und das RIPE hat viele, das RIPE Labs hat viele schöne Artikel über den Zustand dieses Internets, des Internats und auch IPv6-Statistiken. Da kann man mal gucken, wer so Dinge tut. Genau. Die Motivation für Microsoft übrigens intern nur IPv6 zu machen war, dass sie irgendwann einen Overlap hatten, weil sie so viel zugekauft haben, dass sie intern den sämtlichen RFC 1918 Adressraum ausgeschöpft hatten und alles mögliche in reservierten Adressen auch noch und so viele NAT-Gateways unterwegs hatten, dass sie immer gar nicht mehr wussten, okay, wer jetzt mit wem wie warum reden muss. Außer bei Azure. Aber der ganze Rest der Netze wird halt tatsächlich IPv6 only. Dann kommen wir jetzt direkt zu dem Teil Fragen. Genau, da ist die erste. Super, dann ist der Delay auch nicht mehr so schlimm. Du hattest eben einmal angemerkt, wenn IPv4 ausfällt, dann merkt man sofort, dass es langsam wird. V6. Genau, sorry. Relativ viele Vorteile wurden erklärt, aber warum V6 automatisch schneller ist, ist mir tatsächlich noch nicht klar geworden. Bei V6 hast du klassischerweise in Backbones reines Routing. Das heißt, Paket kommt rein, wo muss es hin, da lang. Das heißt, ich habe keinerlei NAT-Boxen dazwischen. Die kosten Latenz, der muss das Paket einmal an, muss da neue Aufkleber draufkleben und das weiterschicken, vielleicht sich State irgendwo merken, das kostet ein bisschen Zeit. Bei V4 habe ich vielleicht noch so ein bisschen andere Magie, dass das in MPLS sonst wo eingepackt wird, ausgepackt wird. Das heißt, der ganze Stack an Backbone-Infrastruktur, die dahinter hängt, ist im Zweifel für V4 größer, ob dieser ganzen NAT-Geschichten und sonstiger Sachen. Das kostet einfach ein bisschen Latenz, das ist merkbar manchmal. Bei V6 habe ich da viel weniger, weil ich zum Beispiel kein NAT brauche. Frage war nach wie vielen Millisekunden? Ja. Ungefähr eine Handvoll. Also 4-5 Millisekunden kriegst du da bestimmt raus. Wie sieht denn das mit der Wolke aus? Der Wolke? Also so, Amazon, Google, Azure, das, was mein Kenntnisstand ist, so bis zum Load Balancer kriege ich V6, aber intern reden die alle noch V4. Genau. Intern machen die alle V4, warum auch immer. Bei Amazon kriege ich mittlerweile am Load Balancer V6, bei Google kriege ich es, glaube ich, auch extern, intern alle V4. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Azure ausschaut. Kopfschütteln. Okay. Azure macht intern auch V4. Extern auch. Kein V6 extern? Okay, also auch kein V6 extern. Schade. Schade. Was mich tatsächlich wundert, weil es Microsoft ist. Ja, hi. Mir ist vorhin bei ICMPv6 ein scheinbarer Widerspruch aufgefallen. Und zwar ging es da einmal um die Anzahl der Hops und einmal um die Zeit. Die Anzahl der Hops bestimmt aber nicht unbedingt, wie lange ein Paket braucht. Nein, das war tatsächlich, dass das Hop-Limit exceeded ist. Also Time exceeded stand da, aber gemeint sind die Hops. Dann ist es Hop-Limit exceeded. Sieht ein bisschen komisch aus. Dann habe ich einen Fehler auf der Slide, das werden wir korrigieren. Also okay. Bei IPv4 hieß das TTL, Time to Live, aber auch da waren es die Hops. Genau. Hier vorne war noch eine Frage. Ja. Mal ganz doof, ein Problem, sozusagen Bauchgefühl. Beim IPv4-Netz, das ich selbst betreibe, kriege ich relativ schnell Durchblick, was da los ist. Im Sinne von? Bei, was weiß ich, ich lasse ein Nmap drüber laufen und sehe, was für Geräte aktiv sind. Okay. Wenn ich ein 64-Bit großes Netz vor mir habe, braucht ein Nmap, also wenn es nicht, ich weiß nicht, ob die auf IP, solche Geräte würden relativ, oder solche Programme würden relativ lange brauchen, um das einmal durchzusteppen. Welche Hilfsmittel benutzt man da, um Durchblick zu behalten?
DNS-Neighbor-Tabellen vom Router zum Beispiel. Oder ein IPAM, wo ich meine, wenn es jetzt Server sind, durchnummeriert habe, also IP-Address-Management. Ich kann ja. Naja, ein IPAM nutzt mir nur was, wenn ich es gepflegt habe, aber optimalerweise kommt meine Konfiguration der Server aus einem IPAM, beispielsweise Netbox iDoIt oder sowas, wo ich meine Netze pflege, also diese Netze habe ich, das ist konfiguriert auf der, also die erste IP zum Beispiel ist konfiguriert auf dem Router und da drin hängen diese IPs, die hängen an diesem System. Richtig cool ist, wenn ich das pflege und meine Automatisierung so baue, dass alle Geräte sich entsprechend diesen Informationen konfigurieren. Dann weiß ich das nämlich, also dann habe ich meine Single Point of Truth in meinem IPAM und muss es nicht rausfinden. Tun die das denn auch alle? Oder gibt es böse Geräte? Oder böse Programme? Nein! Das kommt jetzt drauf an. Also Privacy Extensions kriege ich damit zum Beispiel nicht mit. Dann müsste ich schon in die Neighbor-Tabelle des Routers gucken, wer es dann ist. Das ist ja Sinn der Übung. Wenn es ein Client-Netz ist, wie zum Beispiel hier das WLAN, was wir gezaubert haben, habe ich keine Ahnung, wer von euch da jetzt drin ist. Aber muss ich an der Stelle ja auch nicht wissen. Also ich glaube, an der Stelle muss man unterscheiden zwischen eben Access-Netzen, wo dann Endgeräte mit einem Bildschirm dran sind, wo jemand braust, oder eben Infrastruktur, die ich selbst betreibe. Für mich die Frage an der Stelle ist wahrscheinlich eine spaltende, weil es unterschiedliche Meinungen gibt. Wie macht ihr die Adressvergabe von Servern? Nehmt ihr Gießkanne und jeder zufällig irgendeine Dings, oder gibt es das alte V4-Schema, ich gruppiere ähnliche Sachen zusammen mit irgendwelchen IPs aus, das ist File-Server, das ist Druckserver, bla. Oder sogar der Versuch mit, ich setze meine V4-Adressen um in die V6-Adresse, damit ich sie dann genauso lesen kann im Traceroute, bla. Wie macht ihr es? Ich fange mal an. Ich mache primär Letzteres. Also ich versuche großteils, zumindest in den Freifunk-Umgebungen, wo ja schon so eine Handvoll Netze und IPs unterwegs sind, ähnliche IPs zu nehmen, also in der letzten Stelle zumindest. Andererseits, wenn ich ein IPAM habe, kann ich es auch stumpf von vorne durchnummerieren und im DNS habe ich es eh gepflegt. Optimalerweise direkt aus meinem IPAM, gerade für Infrastruktur. Das heißt, ist mir sowieso egal, was das Ding für eine IP hat, da steht ein Name. Irgendwo dazwischen. Ja, also würde ich tatsächlich ähnlich sehen. Server würde ich nicht in der Auto-Configuration überlassen, die würde ich statisch konfigurieren. Dazu habe ich meinen DNS-Eintrag vorwärts wie rückwärts und damit ist das Thema eigentlich durch. Ich würde sie tatsächlich fortlaufend nummerieren, einfach ähnlich wie bei IPv4. Ich das Netz durchgehe, würde ich es bei V6 auch machen. Meine Servernetze, wo ich V6-Adressen austeilen will, wie würde ich dabei V6 für die Hochverfügbarkeit meiner Router sorgen? Ich würde jetzt VoIP bei V4 verwenden. Da gibt es mehrere Konstrukte. Der Greenbox-Vendor hat dafür je nach Plattform HSRP, manchmal auch nicht, also Hot Standby Router Protokoll. Genau, Hot Standby Router Protokoll, was die Cisco-Implementation für VRRP ist. Alternativ gibt es noch GLBP, weiß ich gerade nicht, wofür es steht. Das Gateway Load Balancing Protokoll. Danke. Wobei das, glaube ich, auf Nexus zum Beispiel für V6 nicht existiert. Da muss ich gucken, was mein Router-Vendor kann. Bei Linux würde ich wahrscheinlich ein, was war das denn, CARP kann es auch nicht, Keep Alive D oder ein Heartbeat oder sowas nehmen. Es ist vorgesehen in V6, dass ich verschiedene Router habe und in den Router Advertisements eine, wie heißt das, Priorität ist, glaube ich, das Zauberwort steht. Genau. Die kann High, Middle or Low sein. Das heißt, wenn mein Normal Router, also wenn ich das nicht konfiguriere, ist das Middle. Wenn ich davon zwei habe, sucht der Client sich einen aus, was okay ist. Ich kann einen auf High und einen auf Middle setzen. Das heißt aber, solange der Router mit High da ist, ist alles gut. Fällt der jetzt um, weil ich Stromkabel rausziehe, die Putzfrau kommt oder was auch immer passiert, habe ich noch die Lifetime davon auf den Clients stehen. Das heißt, das ist relativ unpraktisch, weil niemand den Clients sagen kann, der ist nicht mehr da. Das heißt, da habe ich zwischendrin dann ein schwarzes Loch im Netz. Üblicherweise baue ich irgendeine Art von VRRP, weil der Rest einfach schlecht steuerbar ist. Passt das noch in das Subnet-Schema mit dem /127? Zumindest bei V4 brauchte ich ja noch für jede Node eine eigene IPv4-Adresse für VRP. Das /128 benutze ich ja zwischen zwei Routern. Da brauche ich, also da habe ich ja nur zwei Geräte in dem Netz, da brauche ich das Konstrukt nicht. Ein normales Subnetz wie hier im WLAN wäre ja zum Beispiel ein /64, da habe ich genug IPs. Okay, du kümmerst dich um die Hochverfügbarkeit dann im Routing-Protokoll. Bei Routern schon, klar. Okay. Das würde ein OSPF, IBGP etc. pp. machen. Okay, danke.
Jetzt habe ich ja bei V4 im Normalfall für einigermaßen Sicherheit zu sorgen auf dem Switch DHCP-Snooping, damit nicht irgendwelche Leute DHCP-Server in mein Netz stellen. Was hindert mich denn jetzt bei V6 dran, hier einfach für das Froscon-Netz zum Beispiel eine Default-Route zu announcen? Der RR-Guard auf deinem Router, Router Advertisement Guard, gibt es auch. Und das ist ausreichend weit verbreitet in aktueller Hardware, oder muss man darauf achten, dass man das kauft? Man sollte darauf achten, dass das Gerät das kann. Okay. Wie hieß das genau? RA-Guard, Router Advertisement Guard. Ah, okay. Alles klar, vielen Dank. Dazu noch ein Stichwort, das ist ein gutes Stichwort, oder noch zwei Sätze dazu. Wenn ihr Netzwerkkomponenten kauft, kauft die nicht erst und testet sie dann. Macht vorher POCs, lasst euch das Zeug da hinstellen und testet das Zeug durch. Und wenn es anfängt zu brennen, kauft es nicht. Und sagt dem Hersteller, warum ihr das nicht kauft. Und wenn das Feature ist, es hat kein RA-Guard, dann sagt dem Hersteller das genau so. Also ich habe auch schon erfolgreich die O2-VDSL-Hotline mit, ihr habt kein IPv6 abgewimmelt. Das verstehen die mittlerweile. Ja. Frage für den Privatanwender zum Beispiel, IPv6-Adresse kriegt man in der Regel dann vom Provider zugewiesen. Macht es Sinn, sich ein eigenes IPv6-Netz registrieren zu lassen? Nein, weil du das üblicherweise dann nicht wirklich geroutet kriegst. Also du müsstest das dann halt per Tunnel oder irgendwas zu dir nach Hause ziehen. Wenn du eine IPv6-Adresse von deinem Provider kriegst, benutzen, fertig. Ich bin jetzt mal aus der Perspektive eines normalen Privatanwenders, der vielleicht ein high sophisticated Home-Netzwerk hat, mit dem wie viele wahrscheinlich hier auch. Und diese Informationen, die ich heute wieder gehört habe, sind wie viele andere IPv6-Vorträge mit Sicherheit alle sehr wertvoll. Aber ich bin immer noch auf der Suche nach einer Erklärung, die da lautet, stellen wir uns mal dumm, Homeoffice, 30 PCs, 2 Server, Voice-over-IP, wie komme ich von dort IPv4 sinnvoll nach IPv6? Gibt es sowas? Weil ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin mit diesen Informationen nicht in der Lage, mit IPv6 etwas anzufangen. Und wahrscheinlich bin ich der Einzige hier in diesem Raum, aber ich habe den Verdacht, dass diese fehlende Transaktion zwischen wo sind die Leute heute und was brauchen sie morgen, dazu führt, dass IPv6 nicht verbreitet wird, weil gibt es irgendwie eine Erklärung, die so ein Dummy-Buch ist für mein Netz zu Hause und IPv6? Warum ist das cool? Ich hätte noch eine Rückfrage. Habe ich das Szenario richtig verstanden? Du hast zu Hause ein bisschen Hardware-Gerümpel rumstehen, das hat nur V4 und du möchtest mit V6 reden? Und ich will mit V6 beginnen. Ich meine, bis heute habe ich ja kein Problem. Aber pass auf. Nat ist schon wieder jetzt eine technische Begründung, die die meisten nicht verstehen. Ich habe es verstanden, ja, aber ich habe kein Problem mit Nat. Aber das, was ich heute zu Hause mache, funktioniert perfekt. Ja, warum soll ich heute anfangen? Und da ist die Antwort nicht Nat, ja, weil das ist kein Value für mich. Ja, das nutzt mir nichts oder ist kein Problem für mich. Ja, erstens, warum soll ich es heute machen? Schneller, habe ich gehört, wäre ja cool. Ja, aber kann ich jetzt nur auf heise.de schneller zugreifen und auf blumenkinder.de nicht mehr, ja, und wie komme ich zum Laufen? Ja, da brauche ich echt mal, wäre ich auf der Suche nach einer Erklärung, wie die mich dahin leitet, weil diese ganze Erklärung mit Begrifflichkeiten, IP-Adressen, ICMP, bla bla bla, alles wichtig für Leute, die das beherrschen müssen, aber ich komme damit nicht klar. Das ist tatsächlich genau das Problem, das wir bei der IPv6-Verbreitung haben. Das alte Zeug funktioniert so gut. Diese ganzen kleinen Boxen, die überall zwischenstehen und Adressübersetzungen machen und Tunnel in Löcher in Firewalls bohren, damit das Port-Forwarding auch für das SIP anständig funktioniert und für die Telefonanlage, das Zeug funktioniert so gut. Ich habe keinen echten Grund für IPv6. Das ist das große Problem. So. Und man könnte diese ganzen Boxen deutlich einfacher bauen und weniger State halten und sicherer bauen, wenn man dann IPv6 nutzen würde. Dazu muss aber erstmal irgendwer anfangen, IPv6 auszurollen. Deutsche Telekom hat es getan, ich sag mal, die Kabelprovider tun es auch. Jetzt müssen dann die Diensteanbieter irgendwo mal hinkommen mit, ja, es benutzt ja keiner IPv6, nein, Bullshit. Irgendwie, ne, draußen gibt es, ich weiß nicht, genug Leute, die eine IPv6-Adresse haben, die darüber auch die Dienste nutzen können. So, das ist wieder das übliche Henne-Ei-Problem. Das alte Zeug geht einfach noch zu gut.
Dem hätte ich noch was hinzuzufügen. Stand heute funktionieren die meisten Dinge tatsächlich sehr gut per V4. Es gibt einige Sachen, die kommen mit NAT nicht klar, dann gucke ich ziemlich dumm in die Röhre. Das scheint dich jetzt nicht zu beißen, aber es wird einige Sachen geben. Natürlich wird das auch immer weiterentwickelt. Er sagte gerade, NAT Special Handling für SIP zum Beispiel, für Voice over IP, sprich Internettelefonie, da ist einiges passiert, das war früher auch ein Problem. Da ist sehr viel Magie entstanden. Diese ganze Magie in den ganzen Boxen funktioniert auch erstaunlich gut heutzutage. Da haben Menschen Geld drauf geworfen. Wir haben vorhin erzählt, im ersten Talk, V4-Adressen gehen langsam zur Neige. Das heißt, man hat nicht mehr viele, die sind mittlerweile sehr viel wert. Ich glaube, eine IP-Adresse ist mittlerweile bei knapp 20 Euro angekommen. Das Zeug wird gehandelt, ernsthaft. Wenn ich also jetzt welche noch brauche und keine habe, kann ich das mit Geld bewerfen, aber das wird irgendwann auch zur Neige gehen. Das heißt, es wird der Zeitpunkt kommen. Meines Wissens gibt es noch keine großen Beispiele dafür, wo Menschen nur per IPv6 oder irgendwelche Dienste nur per IPv6 erreichbar sind. Dann hast du mit einer V4-Adresse verloren, weil du da nicht drankommst, wenn nicht irgendwer groß zaubert zwischendrin und für dich dieses Problem wegabstrahiert. Ich glaube, dass dieser Zeitpunkt noch nicht erreicht ist, aber binnen den nächsten, ich schätze jetzt mal 5 Jahre, maximal 10 Jahre wird er erreicht sein. Ich befürchte, der Kollege hat recht mit, in 10 Jahren merken wir es noch nicht, weil leider traurigerweise das, was wir im Internet machen als End-User, immer weniger wird. Früher haben wir alles Mögliche gemacht, FTP, bla, Gopher, Co. Heutzutage machen wir HTTPS zu Facebook und das ist das, was gehen muss und das ist die Messlatte für den End-User. Ein bisschen und das polemisiert. Hat schon V6? Ja, genau. Aber ich wollte eigentlich was anderes noch fragen, und zwar Beschaffung von Hardware. Da habt ihr schön vorhin gesagt, die Vendors müssen es halt können und guck, dass es in der Checkliste V6 steht und teste es. Das Testen ist ein wichtiger Punkt, weil ich kaufe lieber, wenn ich ein Device brauche, eins, was V4 only ist, als eins, was V6 als Checkbox hat und das dann ein bisschen lieblos implementiert ist, sagen wir mal, und womöglich dann komische Effekte produziert. Ich weiß nicht, meine letzten Tests in der Hinsicht waren irgendwie vor 10 Jahren. Vielleicht hat sich da inzwischen was getan. Okay, damit würde ich das dann jetzt auch abschließen wollen mit diesem schönen Schlusswort. Da wir schon am Überziehen sind, im Zweifel sehen wir uns heute Abend auf dem Social. Ach ja, einen noch. Da steht so eine schöne schicke Box. Da dürft ihr uns bewerten, also alle auf den blauen Knopf drücken. Vielen Dank.